Eine Mehrheit der Deutschen befürchtet eine Verschlechterung der Beziehungen zur Türkei, sollte der türkische Präsident Erdogan am kommenden Sonntag wiedergewählt werden. Mehr als 2/3 der Befragten sehen eine Wahl Erdogans als kritisch für das deutsch-türkische Verhältnis an. Das ergab eine Infratest-Umfrage im Auftrag der ARD. Selten war die Spannung vor einer Wahl in der Türkei so groß wie diesmal. Mehr als 64 Millionen Menschen sind zur Wahl eines neuen Parlaments und eines neuen Präsidenten berechtigt. Und in Deutschland leben ja insgesamt rund 1,5 Millionen türkische Wahlberechtigte. Noch nie war auch ihre Wahlbeteiligung so hoch wie diesmal. Die Türkei vor der Wahl, darüber möchte ich sprechen. Bei mir im Studio Weltkorrespondent Deniz Yücel. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Ja, das ist ja schon interessant. Zum allerersten Mal, seit Erdogan seit 2003 an die Macht gekommen ist, also seit 20 Jahren, besteht nun eine echte Gefahr, dass er in einer Wahl verliert. Woran liegt das und warum eigentlich erst jetzt? Ja, Gefahr hast du jetzt gesagt. Ich würde sagen, das ist die Chance. Es ist das erste Mal. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht natürlich. Es ist die erste Wahl, in die er nicht als Favorit geht. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, weil das Land ist abgewirtschaftet in jeder Hinsicht. Also eigentlich muss man umgekehrt fragen, warum Erdogan alles andere beiseite gelassen, die desolate wirtschaftliche Situation, den Verfall von Rechtsstaatlichkeit, von Institutionen, allein nach diesem furchtbaren Erdbeben, was über 50.000 Menschen das Leben gekostet hat, das staatliche Versagen bei der Vorsorge, bei der Bergung der Opfer und bei der Versorgung der Überlebenden. Das allein wäre in einem demokratischen Land Grund genug. Eine demokratische Partei würde den nicht aufstellen und unter normalen Umständen würde so ein Kandidat nicht immer noch immer mit über 40% rechnen können. Das wäre in der Türkei, vor 20 Jahren war das auch noch anders. Das sind eine der Dinge, die sich mit Erdogan leider geändert haben und von denen ich auch hoffe, dass ab Sonntag wieder der Weg in eine andere Richtung eingeschlagen wird. Da hast du ja auch viele Jahre auch aus der Türkei berichtet. Wie eng kann denn das Rennen jetzt tatsächlich werden zwischen ihm und dem Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu? Was sagt der den Leuten, warum sollen sie ihn wählen und wie kriegt man dann Erdogan weg aus seiner Sicht? Also jetzt die letzten Umfragen, die veröffentlicht wurden, darunter von drei Meinungsfragen-Instituten, die beim letzten Mal ziemlich nahe lagen. Es sind nicht alle Institute in der Türkei, die Umfragen veröffentlichen, sind gleichermaßen seriös, aber die drei, alle drei sehen Kılıçdaroğlu bei etwa 50% oder leicht darüber. Und ich glaube, das wird am Sonntag, wird das die Frage sein, wird das im ersten Wahlgang reichen oder nicht? Und leider schließt sich auch die Frage auch an, wenn man sich ansieht, was Erdogan heute getwittert hat, was Drogen sind. Wenn es sein muss, werden wir wieder wie damals beim Putschversuch und mit zum Preis unseres Lebens die Freiheit verteidigen, bla bla bla. Der Innenminister hat schon vor einigen Wochen gesagt, die Wahl sei quasi ein Putschversuch des Westens. Und das ist besorgniserregend und diese Frage steht im Raum. Wie wird Erdogan mit den Wahlergebnissen, wird er das einfach akzeptieren, wenn er abgewählt wird? Und vorher die Frage, werden wir tatsächlich die realen Ergebnisse bekommen? Und ich hoffe und vertraue darauf, dass die türkische Opposition wie die türkische Zivilgesellschaft gut genug aufgestellt ist, um eine Wahlmanipulation im großen Maßstab zu verändern. Und dann denke ich, wenn das Ergebnis klar ausfällt, dann wird Erdogan auch nichts anderes übrig bleiben, als dann zu gehen, endlich zu gehen nach über 20 Jahren. Das wäre die Hoffnung. Der Economist hat diese Wahl zur wichtigsten Wahl des Jahres überhaupt weltweit erklärt. Ist das die Schicksalswahl jetzt für die Türkei? Für die Menschen dort? Für die Türkei sicher. Ich glaube nicht, dass es die letzte Wahl ist. Also Erdogan hat ja, wenn man nochmal zurückguckt, wie er angefangen hat mit dem Versprechen, den politischen Islam mit der Demokratie zu versöhnen. Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Minderheitenrechte, Wohlfahrt. Er wollte das Land nach Europa führen. Also dort hat Erdogan mal angefangen. Und er hat ja die Türkei am Anfang auch 2-3 Jahre so verändert. In den ersten Jahren, ja. Aber ja. Seit es ungefähr 2010 rum, würde ich das datieren, plus minus, das Land in eine autoritäre Richtung sich gewendet hat, war jede Wahl entscheidend. Also 2015 die beiden Wahlen, das Verfassungsreferendum. Jedes Mal wurde danach neu gewählt. Aber jedes Mal ist das Land in einem desolateren Zustand geblieben. Und auch jetzt, selbst wenn Erdogan gewinnen sollte, ist das, glaube ich, nicht. Das ist nicht die letzte Wahl, die es in der Türkei gibt. Aber sozusagen die Schäden, die Zerstörung,
wird immer größer und in der Türkei sind das ist auch ein Grund, weswegen es inzwischen im Ausland mehr Wähler gibt. Und allein zwischen 2019 und 2021 sind 1 Million Menschen in das Land verlassen. Das sind vor allem gut ausgebildete, jüngere Leute, von denen viele quasi jetzt auf gepackten Koffern sitzen. Und das sind nicht die, die über die EGs irgendwie ins Schlauchboot sich setzen, sondern die Jobs hier bekommen. Und die sagen, selbst wenn dieses Land irgendwann auch nach Erdogan die Kurve kriegen könnte, ich habe nur ein Leben, ich habe keine Zeit, noch mal 5 Jahre zu warten. Und wenn dieses Regime bestätigt wird, dann gehe ich. Und das ist auch eine große Hoffnung, die vielen, vielen Erstwähler, die könnten Erdogan, die Generation, die gläubige, nationalistische, islamistische Generation, die Erdogan erklärtermaßen immer erzeugen wollte, die könnten am Ende den Ausschlag geben und Erdogan den Laufpass geben. Dennis, da hoffen wir dann das Beste für das Land und die Menschen dort. Am Sonntag wird gewählt. Auch mal gucken, ob Erdogan diese Wahl dann tatsächlich akzeptiert. Danke für deine Einschätzung und die Analyse. Ich danke. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.